Hallo und herzlich willkommen bei guildnews.de. Mein Name ist Eklis und ich stelle euch heute die Himmelschuppen-Haustierpfeife vor. Sie kostet 800 Edelsteine oben, links seht ihr den Preis eingeblendet, und heißt im Englischen Pet Sky Scale Whistle und ist ein neues Spielzeug. Dieses neue Spielzeug lässt euch eine Himmelschuppe herbeirufen. Die ersten drei Fertigkeiten sind schon vorhanden, nämlich einmal streicheln, füttern und einmal brüllen lassen. Die anderen sind erhältlich über einen Sammelerfolg. Der geht auch recht zügig mit einer halben Stunde Timer dazwischen. Ich habe ihn abgeschlossen inzwischen und zeige euch mal alles. Na, mein Guter? So, nicht wundern, das hier ist die Himmelschuppe. Das hier ist das Mini, was ihr bekommt, wenn ihr alle Erfolge habt. Das zeige ich euch einmal kurz. Genau, das hier ist einmal das Himmelschuppen-Spielzeugtraining. Ihr könnt sie kratzen unterm Kinn, das ist also dieses Streicheln, dann einmal futtern und einmal brüllen lassen, das bekommt ihr schon. Dann, für den Feuerball müsst ihr einmal nach Höhlbrack. Höhlbrack ist hier. Und hier unten beim Frostbecken war der erste Spot. Danach habt ihr eine halbe Stunde Timer und dann geht es weiter zur nächsten Stadt. Das wäre dann im Hain. Ihr erkennt den Ort immer anhand eines kleinen Tatzensymbols. Moment, ich blende es euch im Editing ein, wie es aussieht in einem kleinen Spiel, in einem kleinen Bild an der Seite. Kümmern wir uns jetzt erstmal um die Fertigkeiten. So. Das ist nicht süß. Sie mag uns. So, werfen wir ihr mal Essen zu. Vielleicht sollte ich noch werfen. Genau, sie mag Fisch. Das ist klar. Ja, auch das Himmelschuppenreittier kann man mit einem Fisch füttern. Dann. Okay, machen wir es mal so rum. Das Gebrüll hat keiner gehört. Das hört man sehr schlecht, dieses Gebrüll. Es ist mehr ein Schnurren. Okay, es ist ein Schnurren. Dann einmal den Feuerball, den wir in Feuer. Höhlbrack lernen. Ist das nicht toll? So, nochmal für alle. Also, ihr braucht eine Mindestreichweite und ihr habt eine Maximalreichweite. Die Reichweite liegt bei 1500. Ich würde jetzt zu gerne einen New Kids on the Block Witz bringen, aber den spare ich mir jetzt lieber. Feuer! So, dann die Fertigkeit, Sitz, die wir im Hain lernen, nämlich immer Sitz. Großartig, gell? Dann einmal Feuerwerksvorführung. Das lernen wir in der schwarzen Zitadelle. Dann können wir einmal Ball spielen. Das kennt ihr schon bei der Himmelschuppenaufzucht. Gibt es das ähnlich? Gibt es das gleiche Spielchen, was einige Spieler sehr, sehr schwer fanden? Das lernt ihr in Löwenstein. Großartig, oder? Dann, verstecken. Da hat man 10 Sekunden Zeit, um sich zu verstecken. Und dann sucht euch die Himmelschuppe. Kriegt ihr auch so ein kleines Ausrufezeichen über dem Kopf. Und wenn sie euch gefunden hat, dann gibt es Herzchen für euch. Ganz einfach. Das Versteckspielen lernt ihr in Götterfels, oben im Garten von Königin Jenna. Und die Löwengardisten haben was dagegen.
Und dann totstellen, das lernt ihr bei den Asura. Und so stellt sie sich tot. Das waren alle Fertigkeiten. Und anders als beim Basijin könnt ihr das innerhalb eines Tages tatsächlich alles erlernen. Ist nicht wunderbar? Genau. Die kleine Himmelsschuppe ist keine Timescale mehr. Das wär's soweit. Was haltet ihr von diesem kleinen Spielzeug? Werdet ihr sie euch kaufen? Wie findet ihr es? Wie findet ihr die Veränderung hinsichtlich im Vergleich zu der Hundepfeife? Findet ihr das so besser? Kauft ihr euch sowas überhaupt? Werdet ihr es überhaupt nutzen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's bis dahin gut und tschüss.